Wir müssen mit Fragen rechnen, wenn wir vor Allah stehen. Fragen bezüglich jeder schlechten Tat, die wir mit ansehen und was unsere Haltung dazu war. Ja Allah, das ist eine sehr gewaltige Sache. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, uns vor diesen schweren Fragen zu bewahren. Einige der Sahaba weinten, als sie von dieser Prüfung erfuhren. So schwerwiegend ist sie. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, am jüngsten Tag wird Allah zu einer Person sagen, als du gesehen hast, wie das Böse vor deinen Augen geschieht, wieso hast du nichts dazu gesagt? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah dieser Person erlaubte, die richtige Antwort zu geben, würden die Personen sagen, ja Allah, ich hatte Hoffnung in dich und ich hatte Furcht vor den Leuten. Sie würden die Wahrheit sagen, ja Rabbi, ich hatte Hoffnung in dich und ich hatte Furcht vor den Leuten. In einer anderen Überlieferung sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, niemand sollte davor zurückschrecken, die Wahrheit zu sagen, wenn er die Wahrheit kennt. Niemand sollte seine Angst erlauben, ihn daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen, wenn er von der Wahrheit gehört hat. Abu Sa'id, der Überlieferer dieses Hadith, weinte, als er das hörte. Und er sagte, Wallahi, wir haben falsche Dinge gesehen und wir hatten Angst, sie anzusprechen. In einer anderen Überlieferung sagte Abu Sa'id, ich wünschte, ich hätte nie von diesem Hadith erfahren. Es könnte ein Freund sein, ein Arbeitskollege oder ein Familienangehöriger, der eine verbotene Handlung vor euren Augen begeht. Macht euch auf diese Fragen am jüngsten Tag gefasst. Seid euch sicher, dass ihr darüber befragt werdet. Welchen Standpunkt hast du eingenommen, als du gesehen hast, wie der Haram vor deinen Augen geschah?